Ja, schönen guten Morgen. Wir sind die Band Peter Hans und wir werden heute diese Veranstaltung musikalisch untermalen. Und wir freuen uns sehr, sehr, dass wir heute hier spielen dürfen, wo diese ganz tollen jungen Frauen ausgezeichnet werden. Genau, und wir fangen dann schon an mit dem ersten Song. Die Songs sind alle in den 20ern entstanden, also in meinen 20ern. Und genau, ich werde immer was dazu sagen und ich wünsche euch eine sehr schöne Veranstaltung. Der erste Song heißt Renaissance. Nicht erschrecken, wenn ihr es nicht versteht, es ist auf Schweizerdeutsch. Und in dem Song geht es um den Neuanfang, um einen Neuanfang. Und das hat man ja auch immer sehr viel, wenn man jung ist, viele Neuanfänge. Renaissance. Riss Zitten aus dem grossen Buch, lass die Lichtigkeit zur Tür ein. Aus dem Fenster weht ein weisses Tuch, bist du bereit, auch mal dich selber zu sein? Watsch so viel, watsch noch mehr, überall sie doch gar nichts gesehen. Hundertmal geliebt, doch niemand hast erkannt. Alles vergessen, für was es brennt. Nur ein Tropfen auf einen heißen Stein. Komm, ich nimm die beiden Hand, ich nimm die heim. Ich brauche Renaissance. Ich brauche Renaissance. Ich brauche Renaissance, 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 Renaissance. Ich brauche. Hab mich hundertmal verloren, Stück für Stück. Hinter jedem Hausecke wartet das Glück. Musst deine leeren Worte mit Bewegung füllen und deine Lust auf Abenteuer stillen. In einem Jahr fängt mein Leben an. In einer Woche fängt mein Leben an. In einem Tag fängt mein Leben an. Oh, wenn, fängt mein Leben an. Nur ein Tropfen auf einen heißen Stein. Komm, ich nimm die beide Hände, ich nimm die heim. Ich brauche Renaissance. Ich brauche Renaissance. Ich brauche Renaissance, ich brauche Renaissance, ich brauche Renaissance, Renaissance, ich brauche Renaissance. Die Band Peter Hans mit der Schauspielerin und Liedermacherin Alice Peter Hans, dem Bassisten Simon Kniffert und dem Schlagzeuger Matti Felber. Ja, und wer hätte das gedacht, dass man an einem Tag wie heute dann auch noch ein bisschen Schweizerdeutsch lernt? Wer weiß, was da heute noch alles kommen wird.
Herzlich willkommen zur Verleihung der Posanna et School Preise an diesem ersten Tag der Geschlechterforschung. Der erste Tag der Geschlechterforschung wird veranstaltet vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Und er soll zeigen, was hierzulande so alles aus wissenschaftlicher Sicht, aber auch darüber hinaus in Sachen Geschlechterforschung schon geschehen ist, was hier alles getan wird und wie viele kluge Köpfe und Köpfinnen es gibt, die sich eben mit all diesen so wichtigen Themen auseinandersetzen. Man kann sich ja mit Chancengleichheit und Gleichberechtigung in den unterschiedlichsten Bereichen auseinandersetzen. Man kann das auf unterschiedlichste Arten und Weisen tun. Wir werden heute sehr viele Themen finden, wo all das hineinspielt. Wir werden herausragende Arbeiten kennenlernen von großartigen Frauen, die wir heute vor den Vorhang holen möchten. Ich darf mich auch noch ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Mari Lang. Ich bin Journalistin, Moderatorin und wenn man so möchte auch Geschlechterforscherin, aber nicht unbedingt aus wissenschaftlicher Sicht, sondern vielleicht aus populärwissenschaftlicher Sicht. Wer es vielleicht weiß, ich betreibe seit November 2020 den Podcast Frauenfragen. Und da geht es darum, dass ich mir bekannte Männer vors Mikrofon hole und ihnen Fragen stelle, die normalerweise Frauen gestellt bekommen. Das sind dann so oberflächliche Dinge wie alles, was mit dem Aussehen zu tun hat, Fragen wie, wie geht es Ihnen denn mit dem Altern? Oder auch natürlich, wie haben Sie das geschafft, ich weiß nicht, ob Sie Kinder haben, ich spreche jetzt natürlich bewusst die Männer an, wie haben Sie das geschafft mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf? Ich bin der Meinung, vor allem diese letzte Frage, Frauenfragen sind Gesellschaftsfragen, die gehen uns alle etwas an und deshalb sollten auch Männer darüber nachdenken und das versuche ich eben in meinem Podcast. Der Podcast ist vor ein paar Wochen zum zweiten Mal zum besten feministischen Podcast Österreichs gewählt worden und beim Ö3 Podcast Award, danke. Beim Ö3 Podcast Awards dieses Jahr sogar zum zweitbesten Podcast Österreichs. Und ich erzähle das jetzt nicht, weil ich Applaus haben wollte, sondern ich erwähne das deshalb, weil es einfach zeigt, dass das Thema Gleichberechtigung, Chancengleichheit und Geschlechtergerechtigkeit, all das ist im Mainstream angekommen. Und es ist eben nicht nur uns, die wir hier sitzen, wichtig, sondern so vielen anderen Menschen auch. Sonst würden sie diesen Podcast mit dieser Thematik nicht so hochheben und mit einem Preis versehen wollen. Ich freue mich deshalb wirklich sehr besonders, dass ich heute hier stehen darf und diesen ersten Tag der Geschlechterforschung moderieren darf und eben diese Preisverleihung der Posanna et School Preise. Ich freue mich auf diese spannenden Einblicke in ganz viele Arbeiten, die heute hier ausgezeichnet werden. Ich freue mich auf einen regen Austausch. Wir werden ja heute noch länger hier sein und nicht nur feiern, sondern auch ein bisschen nachdenken und schauen, wo kann es denn hingehen in Richtung Geschlechterforschung, was braucht es vielleicht noch und auch schauen, was ist schon alles passiert. Ich heiße Sie ganz herzlich nochmal willkommen, aber wir sind nicht alleine. In Zeiten wie diesen ist man nicht mehr unbeobachtet. Ich heiße auch ganz herzlich alle vor den Bildschirmen zu Hause oder wo auch immer willkommen, die uns jetzt via Livestream zuschauen. Und einen Vorteil muss es ja haben, wenn man nicht hier vor Ort sein darf. Sie können gemütlich in Jogginghose oder wie auch immer zu Hause sitzen oder vorm Laptop eben mit Kaffee, Tee und Kuchen und sich einfach entspannt zurücklehnen und diese Preisverleihung genießen. Allen anderen möchte ich noch ein paar Corona-Hinweise mitgeben. Ich sehe es eh schon, also bitte die Masken am Platz auflassen. Natürlich, wenn Sie hier hervorkommen und interviewt werden, dürfen Sie diese abnehmen. Und es gibt auch Kontakterfassungsformulare, haben Sie wahrscheinlich schon gesehen. Bitte ausfüllen und einfach am Platz liegen lassen. Ja, und Corona ist auch ein gutes Stichwort. Sie haben es vielleicht schon gesehen im Programm von heute. Die Eröffnungsrede hätte von Sektionschefin Iris Rauskaller kommen sollen. Die kann heute leider nicht. Corona hat da dazwischen gepfuscht. Sie ist Kontaktperson und kann heute nicht bei uns sein. Ich darf jetzt aber quasi als Vertretung die Leiterin der Abteilung Gleichstellung und Diversitätsmanagement zu uns nach vorne bitten, Roberta Staller-Steidl. Und die wird die Eröffnungsrede der Sektionschefin quasi verlesen. Herzlich willkommen. Sehr geehrte Preisträgerinnen, sehr geehrte Gäste, ich freue mich sehr, dass Sie im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung begrüßen zu dürfen. Wenn die Neugier sich auf ernsthafte Dinge richtet, dann nennt man das Wissensdrang, sagte Marie Ebner-Eschenbach. Und in diesem Sinne möchte ich zu Beginn dieser Veranstaltung den 8 Preisträgerinnen sehr herzlich gratulieren zu ihrer Neugier, zu ihrem Wissensdrang und zu einer exzellenten Arbeit, die wir heute
im Rahmen der Preisverleihung auszeichnen wollen. Die Preisverleihung ist gleichzeitig der Auftakt zum ersten Tag der Geschlechterforschung, den das Ministerium heuer initiiert hat. Dieser Tag hat das Ziel, die Vielfalt, Breite sowie die gesellschaftliche und wissenschaftliche Relevanz dieses Forschungszugangs in den Vordergrund zu rücken. Hier knüpfen wir mit den vorwissenschaftlichen Arbeiten bzw. den Diplomarbeiten an, die sich mit Themen des Grundsatzerlasses reflexive Geschlechterpädagogik und Geschlechtergleichstellung auseinandersetzen. Heute werden aber nicht nur Ihre Preise für herausragende vorwissenschaftliche Arbeiten und Diplomarbeiten vergeben. Im Anschluss an die jetzige Veranstaltung wird es für alle Einreichenden der Bosanna et School Preise die Möglichkeit geben, an einem Workshop teilzunehmen, bei dem Sie mit renommierten Geschlechterforschenden in einen Austausch kommen können. Und am Abend werden schließlich auch die Gabriele Bosanna Preise, das sind ein Staatspreis, ein Würdigungspreis und zwei Förderungspreise verliehen werden. Ich freue mich sehr, dass heute alle Preisträgerinnen zu uns gekommen sind. Das ist nicht selbstverständlich, denn Covid-19 zwang uns zu einer Verschiebung der Preisverleihung. Wir kommen daher erst im März zusammen. Manche der Preisträgerinnen sind somit bereits beinahe seit 2 Jahren aus der Schule und in ihrem neuen Lebensabschnitt. Und trotzdem sind Sie, sowie einige Ihrer damaligen Betreuenden, Direktorinnen und Direktoren anwesend. Und auch die Bildungsdirektionen haben großes Interesse an der Verleihung gezeigt. Das freut mich und alle an der Veranstaltung beteiligten Personen sehr und dafür herzlichen Dank. Ich möchte nun noch kurz etwas zum Preis an sich sagen. Nachdem wir den ehemaligen Preis für herausragende wissenschaftliche Arbeiten bzw. Diplomarbeiten im Themenfeld Gleichstellung, Geschlechtergerechtigkeit, Geschlechterforschung zwischen 2016 und 2019 jährlich vergeben haben, war es an der Zeit, diesen neu zu konzeptieren und auch finanziell aufzuwerten. Der Preis wurde in die Gabriele Bosanna Preise integriert und wird wie diese nunmehr alle 2 Jahre vergeben. Durch die 2-Jahres-Intervalle bei der Vergabe sind immer auch 2 Matura-Jahrgänge zur Einreichung berechtigt. Wir waren uns daher bei der Ausschreibung, die im letzten Jahr stattfand, unsicher, ob wir auch den vorangegangenen Jahrgang erreichen, aber auch wie viele Schülerinnen und Schüler sich an der Ausschreibung überhaupt beteiligen werden. Insofern waren wir sehr überrascht, als wir schließlich 74 Einreichungen erhalten haben. Und dies stellte auch die Jury vor Herausforderung, wie wir vielleicht heute noch durch Ilse Patosch erfahren werden, ist aber vor allem ein Zeichen, dass die Themen Gleichstellung und Geschlechtergerechtigkeit in ihrer Generation eine große Rolle spielen. Und das ist wichtig und gibt Hoffnung. Denn es gibt viele Herausforderungen. So haben wir bei den Arbeiten gesehen, dass ca. 95% der Einreichenden weiblich waren. Dies ist kein neues Phänomen, aber eines, das angegangen werden muss. Denn Geschlechterforschung ist nichts, was nur einen bestimmten Teil der Gesellschaft angeht. Es ist erheblich für uns alle, egal welches Geschlecht wir besitzen. Die gesamtgesellschaftliche Bedeutung zeigte sich auch in der Themenvielfalt der eingereichten Arbeiten. An dieser Stelle darf ich mich sehr herzlich bei Ilse Patosch bedanken. Sie ist Jury-Sprecherin und genauso möchte ich mich
bei allen Gutachtenden nochmals bedanken. Wir werden in ein paar Minuten Genaueres über den Auswahlprozess erfahren. Bevor ich nicht nun zum Schluss komme, möchte ich einerseits darauf aufmerksam machen, dass das Ministerium auch eine Broschüre zusammengestellt hat, in der sie sowohl alle Informationen zum Bosanna at School Preis als auch über die ausgezeichneten Arbeiten und ergänzt durch eine Übersicht aller eingereichten Arbeiten zum Nachlesen haben. Die Broschüre liegt auch draußen auf und wir freuen uns, wenn Sie davon Gebrauch machen und eine mit nach Hause nehmen. Weiters möchte ich mich besonders mit meinem Dank an jene Personen richten, die für die hohe Qualität der Arbeiten mitverantwortlich sind, die Betreuenden. Mir wurde berichtet, also von Seiten der Jury, dass es viel mehr auszeichnungswürdige Arbeiten gab als zu vergebende Preise. Dass die ausgezeichneten Arbeiten sich teilweise nur durch Nuancen qualitativ voneinander unterschieden haben, dass es Arbeiten gab, die bereits Bachelor-Niveau haben. Dies wäre niemals möglich ohne die ausgezeichnete Betreuung dieser Arbeiten. Ich beginne daher mit Amanda Hinterecker, GRG 23 Draschegasse in Wien. Sie hat die Arbeit der Hauptpreisträgerin betreut. Darüber hinaus sind Gerhard Buschnick, Gymnasium Schillerstraße, Feldkirch, Vorarlberg, Martina Kogler, Wienerwald-Gymnasium, Expositur des BGBRG, Burkersdorf, Sigrid Niegitz, BGBRG Gleisdorf, Ursula Doppelbauer-Berger, BRG Wels-Wallerer Straße, Julia Strommer, GRG Wien 13, Patrick Osterkorn, GBBRG Rahlgasse in Wien und Birgit Schugnall, Bischöfliches Gymnasium Paulinum Schwarz, hervorzuheben. Herzliche Gratulation und Dank an Sie alle. Werte Gäste, die Vergabe von Auszeichnungen ist für uns von hoher Bedeutung. So lehrt uns Johann Wolfgang von Goethe, es ist nicht genug zu wissen, man muss es auch anwenden. Es ist nicht genug zu wollen, man muss es auch tun. Und dieses Tun bedarf auch hier und da einer Auszeichnung. Damit ist aus meiner Sicht aber mehr als die heutige Feierstunde verbunden, denn wir haben auch eine ganz konkrete Hoffnung oder wenn ich vielleicht sagen darf, Aufforderung an Sie, liebe Preisträgerinnen. Sie repräsentieren eine Generation, die die Zukunft gestaltet. Nutzen Sie daher diese Erkenntnisse, Ihre Fähigkeiten, hören Sie nie auf zu lernen und vor allem hören Sie nie auf, neugierig, kreativ und kritisch zu sein. Danke. Und man sieht jetzt hier, man hat es hier auf der Leinwand schon gesehen, Hashtag Geschlechterforschung matters. Vielleicht als Aufforderung jetzt nicht gleich an Sie, aber dann in der Pause sehr gerne, aber alle, die jetzt online im Livestream mit dabei sind, man darf da ruhig twittern und auf Social Media diesen Hashtag verbreiten, damit eben möglichst viele Menschen A, von dieser Veranstaltung heute erfahren und B, sich auch in Zukunft mehr damit auseinandersetzen.
Wir haben es jetzt schon gehört, die Jury, die Vorsitzende der Jury bei diesen Posana et School Preisen, Ilse Bartosch. Sie wurde schon erwähnt in der Rede. Ich möchte sie noch mal ganz kurz vorstellen. Sie ist Physikdidaktikerin an der Uni Wien, wo sie auch studiert hat. Sie hat dort das Lehramtsstudium für Physik und Mathematik absolviert und danach hat sie als Lehrerin an einer AHS unterrichtet und eine Dissertation geschrieben, die auch ausgezeichnet worden ist mit dem Maria-Schaumeier-Preis. Und darin ging es um die Entwicklung weiblicher Geschlechtsidentität und dem Lernen von Physik. Damit hat sich Frau Bartosch auseinandergesetzt. Sie hat zahlreiche weitere hervorragende Leistungen in der Frauen- und Geschlechterforschung hervorgebracht und sie ist außerdem auch dafür mit dem Käthe-Leichter-Preis ausgezeichnet worden. Und ich möchte Sie jetzt sehr gerne zu mir nach vorne bitten. Herzlich willkommen, Ilse Bartosch. Mikrofon liegt am Tisch dort. Können Sie sich gerne nehmen, dann können Sie auch zu mir kommen. Ah ja, das ist angenehm. 2 Meter Abstand. Wir versuchen das möglichst Corona-konform eben. Das funktioniert schon. Nein. Hinzukriegen. Und ich glaube schon, es wird, glaube ich, hinten aufgedreht für Sie. Okay. Ja, ich habe mir sagen lassen, und wir haben es jetzt auch schon ein bisschen gehört in der Eröffnungsrede, Sie waren eine wahnsinnig engagierte Juryvorsitzende. Sie haben sich da persönlich sehr eingebracht und es war Ihnen auch sehr wichtig, da unterschiedliche, also Menschen aus unterschiedlichen Fachbereichen zusammenzuführen, damit diese Arbeiten eben möglichst gut bewertet werden können. 74 Einreichungen hat es gegeben für diese Posana et School Preise. Vielleicht könnten Sie uns kurz erzählen, wie hat es denn die Arbeit der Jury ausgesehen? Es waren ja neben Ihnen, ich glaube, es waren 17 ExpertInnen am Werk. Ja, rundherum, ja. Okay. Ja, also es war zunächst mal so, ein Schuljahr hat so das Mikro bitte zum okay. Das Schuljahr hat so seinen Rhythmus und daher haben wir dann gewusst, so 10. Juli herum, wie viele Arbeiten es sein werden. Und ich habe natürlich vorher schon gefragt, wie viele Arbeiten kann ich rechnen? Und das waren, man hat gesagt, so nur zwischen 30, vielleicht 40 und habe dann erste Kolleginnen und Kollegen, die ich kannte, für die unterschiedlichen Thematiken angeschrieben, ob sie mitmachen würden. So, und dann waren es 74 Arbeiten und es war Mitte Juli und ich habe ganz genau gewusst, dass auf der Universität es eine ziemliche Glücksgeschichte ist, ob man Menschen bis Anfang September erreicht und ob man sie dann auch noch dazu kriegt, dass sie dann bis Mitte Oktober war es, zusätzlich Arbeiten zu begutachten. Also das war ein bisschen eine Herausforderung. Es ist aber dann sehr gut gelungen und es war eine sehr spannende Gruppe und ich möchte mich hier auch nochmal ganz besonders bei der Claudia Schneider bedanken vom Verein Eva, die nicht da war, denn wenn ich nicht mehr weiter gewusst habe, wo gibt es zu diesem Thema noch eine Expertin, habe ich sie einfach angeschrieben und gesagt, du, wer fällt euch noch ein? Und so ist es uns dann mit vereinten Kräften gelungen, wirklich für diese sehr unterschiedlichen Themenbereiche, also eine Expertin zur Landwirtschaft. Ne? Ich habe gedacht, okay, gewusst, Sport war auch nicht von vornherein klar, dass es da etliche Einreichungen geben wird. Und es gab zum Beispiel auch sehr viele Einreichungen, die Kunst und Design betroffen haben. Also auch das war zunächst nicht vorhersehbar. Und worauf hat man bei diesen vorwissenschaftlichen Arbeiten jetzt konkret geschaut? Also wonach wurde da bewertet? Es wurde dann auch bewertet, ob es klar war, dass es einen persönlichen gesellschaftlichen Bezug gibt, dass die Arbeit stringent argumentiert war, dass sie klar eingegrenzt war, dass sie einen klaren Bezug zu Geschlechtertheorien hatte, dass wir die Schlussfolgerungen nachvollziehen konnten und wenn es dann noch eine eigenständige Einordnung gab oder eine eigenständige Zusammenfassung, das waren dann so die letzten Punkte, die dann entschieden haben, wer bekommt jetzt den Hauptpreis und wer ist Preisträgerin. Preisträger haben wir keinen dabei. Wir, leider, ja. Ja. In dem Fall zumindest. Wir haben heute schon gehört, qualitativ waren die Arbeiten alle sehr hochwertig, manche waren auf Bachelor-Niveau. Was hat denn diese 8 Arbeiten, die tatsächlich jetzt mit Preisen ausgezeichnet werden, dann noch einmal ein bisschen besser gemacht? Naja, es waren, also wir haben zunächst gesagt, naja, schauen wir so, ab 17, 18 Punkte könnten das preiswürdige Arbeiten sein. Und wie das dann bei mir eingetrudelt ist, habe ich gesehen, okay, 17, 18 Punkten können wir vergessen, also unter 20 Punkten hat es keinen Sinn. Also wir haben dann letztlich 17 Arbeiten gehabt zwischen 20 und 22 Punkten. Und da war es dann wirklich schwierig zu sehen, wer ist es. Und es war, also es ging dann einfach wirklich um so Qualitätskriterien wissenschaftlicher Arbeit, wie gut gelingt es, Theorie und Empirie zusammenzubringen. Und das ist etwas, also aus der Betreuung von Abschlussarbeiten an der Universität weiß ich,
wo es da manchmal gehörig viel Arbeit braucht, damit das die Studierenden leisten. Und da muss ich wirklich sagen, das war faszinierend bei Ihnen. Wie schon gesagt, es ging darum, ist es gelungen, eigenständig hier eine Schlussfolgerung zu finden oder nur in der Literatur oder nur im Bekannten zu bleiben. Wie gut ist es gelungen, eine kritische Auseinandersetzung mit dem Thema, wie sehr ist auch Multiperspektivität gelungen? Das waren so zentrale Kriterien. Sie haben es schon gesagt, es gibt heute nur Preisträgerinnen. Wie war es denn bei den 74 Einreichungen? Wie war da das Geschlechterverhältnis? Es gab nicht sehr viele junge Männer, es gab aber, und das stimmt nicht ganz, es gab also von den vielversprechenden Arbeiten, es gab eine Arbeit, die sich mit Mode auseinandergesetzt hat und da eben auch sich angesehen hat, wie schaut denn Mode aus für Männer historisch und wie müsste denn so ein modernes Design sein, das hier ein Stück weit die Geschlechterdifferenzen aufhebt. Aber ja, es war dann ein Stück weit doch, wenn man verglichen hat, war dann klar, es ist keiner der acht Preisträgerinnen, die heute hier sind. Mhm. Geschlechterforschung ist nach wie vor, wenn man so möchte, ein Frauenthema, also ein Thema, das vor allem Frauen aus wissenschaftlicher Sicht oder auch aus persönlicher Sicht angehen. Vielleicht noch ein paar Worte dazu. Was bräuchte es denn, damit, so wie ich es eingangs auch schon in Bezug auf meinen Podcast gesagt habe, dass Geschlechterforschung ein Gesellschaftsthema wird, ein Thema, an dem eben die Gesellschaft forscht, Männer und Frauen? Ich habe mir gestern dann nochmal angeschaut, ja, wie könnte man die Arbeiten thematisch zusammenfassen und bin draufgekommen, dass jedenfalls drei ganz klar Machtverhältnisse in der Gesellschaft ansprechen und worum es gehen würde, wäre, dass Männer auf Macht verzichten. Das ist ganz schlicht, ganz schlicht. Wenn die Frauen das Gleiche wollen wie die Männer, reduziert sich ihre Chance auf 50%. So einfach ist die Sache. Und es sind, also es gibt viele Möglichkeiten. Also ich habe das auch verfolgt an der Universität Wien, an der Fakultät für Physik. Welchen Weg gehen denn Forscherinnen? Also Forschung ist genauso männlich. Das war eigentlich keine Arbeit, die das thematisiert hat, verstehe ich auch, weil das ist, da muss man schon drin sein, das ist gut verborgen. Die haben also all die Förderungen gehabt. Aber dann waren schließlich die Netzwerke und die männlichen Kulturen, wo sie nicht dazu konnten. Und es war immer auch das Vereinbarkeitsthema, das nur den Frauen aufgehalst wurde. Ja? Ja, um Kinder kümmern kannst du nicht, wenn du Forschung machen willst. Ja? Und ich denke mir, es war ganz spannend, die Frau Buchinger-Stöckel, ja, die Virologin, hat im Vorjahr war Wissenschaftlerin des Jahres. Und die hat für mich das Entscheidende gesagt. Sie hat gesagt, ich hatte einen Chef, der in der Phase, wo ich Familie gegründet habe, zu mir gesagt hat, du hör mal zu, du kommst 2 Stunden, du kommst 5 Stunden, du kommst 20 Stunden, ist mir wurscht, du machst weiter, es geht halt langsamer, aber es wird zu einem Ende kommen. Und ich glaube, diese Einsicht braucht es. Und sie hat gesagt, bei ihr in der Arbeitsgruppe ist es jetzt so, dass mittlerweile auch Männer das in Anspruch nehmen. Und es wird nicht gelingen. Und ich denke, das war der Tenor bei jedenfalls 4, wenn nicht sogar 5 Arbeiten, wenn nicht die Arbeit der Frauen und der Männer neu bewertet wird, auch im Hinblick auf ihre Bedeutung für die Gesellschaft. Und ich denke mir, die Corona-Pandemie hat uns das gezeigt. Also nicht nur Machtverzicht der Männer, sondern auch eine gesamtgesellschaftliche Aufwertung der sozialen Tätigkeiten wie Care-Arbeit, Familienarbeit und so weiter. Ja, das bedeutet auch Bezahlung oder Berücksichtigung oder 50-50, aber wirklich 50-50. Nicht die eine bleibt zu Hause und die Frau bleibt zu Hause, hat dann einen geringeren Pensionsanspruch. Ich meine, das ist ja ein Rattenschwanz. Mhm. Haben Sie noch vielleicht zum Schluss eine Message an alle Preisträgerinnen heute, wie es in Zukunft weitergehen soll, was Sie sich vielleicht wünschen in Bezug auf die Geschlechterforschung? Also ich denke mir, es ist im Moment, wir hatten nicht nur Corona, wir haben jetzt also etwas, was ich nie gedacht habe, was es geben wird. Wir haben einen Krieg nahe in Europa. Macht mich sehr betroffen, weil eigentlich Friedensbewegung das erste war, wo ich politisch aktiv wurde. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie in Frieden Ihren Interessen nachgehen können. Und ich glaube, Geschlechterforschung ist ein wesentlicher Ausdruck von Frauen, wie man miteinander lebt. All das, was jetzt dort beklagt wird, ach, wir haben nicht mehr gelernt, miteinander zu reden, wir haben nur perfekte Waffen. Das ist das Problem. Und wenn es in dieser Zeit, wenn es Ihnen gelingt, Ihren Interessen nachzugehen,
einen guten Platz zu finden, wo sie das, was sie jetzt vorhaben, verfolgen können, dann würde ich mich freuen für Sie und für uns. Vielen herzlichen Dank, Frau Bartel. Und um diese starken Worte jetzt auch sacken lassen zu können und gut verarbeiten zu können, bitte ich jetzt wieder um ein Stück Musik von Peter Hans. Ja, ich würde sagen, der nächste Song passt thematisch dann auch irgendwie schön rein, weil im nächsten Song geht es um Mut. Und es geht darum auch, dass ich eine Weile gebraucht habe, bis ich dieses Wort durchdrungen habe. Manchmal hört man ein Wort und bis man etwas richtig versteht. Und mir hat sehr geholfen, dieser Ausdruck: Mut ist, wenn man Angst hat und es trotzdem macht. Und in diesem Sinne kommt jetzt das Lied Beware. Come here, feel at home, feel the beats and the vibration. Everyone is happy, everyone is free. No violence, no pressure, no bad sensation. No selling of happiness, everything's real. Just leave your brain at home and we have a deal. No hungry souls will pass your way. There is just one thing I have to say. Just beware of the holes in the streets. If you don't watch out, you're gonna fall so deep. Don't look right, don't look left, just keep on walking straight. Because if you fall down, there is no way to escape. Put your nicest smile on while you're here. There is no danger, there is no fear. Everyone here is an artist of life. They're never gonna use their new sharp knife. Just open your pockets, a bit you must pay. And there's just one thing I have to say. Just beware of the holes in the street. If you don't watch out, you're gonna fall so deep. Just look right, don't look left, just keep on walking straight. Because if you fall down, there is no way to escape. Dankeschön.
Vielen Dank, Peter Hans. Ja, wir haben jetzt schon so viel von Ihnen gehört, jetzt wollen wir Sie natürlich kennenlernen, die Preisträgerinnen der Posanna et School Preise. Die offizielle Preisverleihung beginnt jetzt, vielleicht kurz zum Prozedere, wir haben hier leider nicht so viel Platz, ich hätte am liebsten alle 8 Preisträgerinnen hier in geballter Form vorne stehen gehabt. Ich werde jetzt jede einzeln aufrufen, bitte Sie dann zu mir nach vorne zum Rednerinnenpult für ein kurzes Gespräch. Und danach gibt es dann auch noch die Preise, die an Sie vergeben werden. 500 Euro, damit sind dotiert die 7 Anerkennungspreise und der Hauptpreis, der kommt dann in weiterer Folge noch. Ich möchte gerne beginnen mit Emma Luisa Breuß, die ihre Arbeit geschrieben hat zum Thema Wandel, Stillstand, Rückschritt. Wie sind Frauen 100 Jahre nach der Einführung des Frauenwahlrechts 1918 in der politischen Landschaft Vorarlbergs vertreten? Herzlich willkommen. Geschrieben wurde die Arbeit am Gymnasium Schillerstraße Feldkirch in Vorarlberg und betreut wurde sie von Gerhard Puschnick. Herzlich willkommen. Mich würde interessieren, sowas wie Frauenwahlrecht. Im Grunde ist das, glaube ich, für uns alle mittlerweile eine Selbstverständlichkeit. Das wird so gar nicht mehr in Frage gestellt. Ich glaube, es gibt viele, die sagen, echt, es gab mal eine Zeit, wo Frauen nicht wählen gehen durften. Warum haben Sie sich für dieses Thema entschieden? Das war tatsächlich, ich habe eine Ausstellung musikalisch umrahmt mit einem Vokalensemble unserer Schule und diese Ausstellung war eben zum Thema 100 Jahre Frauenwahlrecht im Frauenmuseum im Bregenzer Wald. Und da haben die Kuratorinnen und auch die Museumsdirektoren gesprochen und ich habe mich davor auch nicht damit befasst, aber dann habe ich diese Reden gehört und mir gedacht, damit muss ich mich befassen. Genau. Und Ihre Fragestellung war ja, wie sind die Frauen heute in der Politik in Vorarlberg vertreten? Auf welche Antworten sind Sie denn gekommen? Naja, jetzt ist es eigentlich ganz lobenswert. Also in der Landesregierung haben wir 3 von 7 und das erste Mal eine Landesstatthalterin, also Landeshauptmannvertreterin, also Stellvertreterin. Davor war es nicht so lobenswert. Die Entwicklung ging sehr langsam, also die ersten 60 Jahre ab Einführung ist quasi nichts passiert, unter 10% auf allen Ebenen. Besonders in der Kommunalebene ist es immer noch sehr traurig, aber sonst schaut es schon besser aus, genau. Wir haben ja heute hier auch schon den Hashtag Geschlechterforschung Matters angesprochen. Vielleicht eine kurze Antwort darum. Könnten Sie es ergänzen, Geschlechterforschung Matters, weil? Weil Frauen in der Politik ganz wichtig sind, weil wir mehr als die Hälfte der Bevölkerung ausmachen und entsprechend vertreten sein sollten. Ja. Vielen herzlichen Dank und Dankeschön. Gratulation nochmal zum Preis. Ich bitte jetzt Roberta Steiler-Steidl zu uns, auch für die Überreichung der Urkunde. Und ein Buch gab es ja schon als Geschenk quasi, über das wir heute Nachmittag schon noch mehr sprechen wollen. Das Buch heißt Kämpferinnen und stammt von Birgit Buchinger und anderen Frauen. Und da geht es um großartige österreichische Frauen, die darin porträtiert werden, die sich mit Geschlechterforschung ihr ganzes Leben lang beschäftigt haben. Also dieses Buch gab es und gibt es als Geschenk. Eine Urkunde natürlich und auch überreicht werden darf ein Frauenfragenbuch. Das ist das Buch zum Podcast, den ich angesprochen habe, wo eben auch die Männer endlich einmal über so Dinge wie Vereinbarkeit und Aussehen sprechen dürfen. Vielen Dank. Soll ich das? Gratulation. Und ein Foto machen wir dann. Wir machen weiter mit der zweiten Arbeit, die stammt von Veronika Klecher und ist in englischer Sprache Society's Effects on the Lives and Artwork of Female Impressionists. Betreut wurde diese Arbeit von Martina Kogler am Wienerwald-Gymnasium Expositur des BGBRG Purkersdorf. Herzlich willkommen und Gratulation nochmal. Weil ich jetzt sehe, dass Sie was vorbereitet haben, stelle ich einfach keine Frage. Möchten Sie was vorlesen? I just want to say that I'm mainly going to be answering the questions in English because my work is in English and I can articulate myself better in that language. Okay. I don't have any speech written on there. I just have some notes for questions. Okay. Why did you choose the topic that you chose about impressionists? So after a lot of based on the discussions I usually have with the people around me, I tried to basically pick a theme that fits my interest in art, because I'm already an artist. I make a lot of artworks every day. And I'm also very interested in the way that gender affects
certain aspects such as the careers and what kind of art some people were allowed to make in the past. So I chose the impressionist because because of their art style also being quite controversial at the time and against norm. So I thought that it would have some the artist being female would have probably had some interesting effect on the artists themselves, effects that are unlike the male artists. Yeah. Mm-hmm. How can you as an artist raise awareness on topics like gender equality? How do you try to do that? So I think that it really is basically, if it's a story, it's important to have a certain variety, like a drawn story. It's important to have a certain variety of characters that are female and male so that you can present a more accurate reality rather than restricting, let's just say, female characters to basically a few certain roles such as in love interest and such other things. So make women more visible in different topics. That's exactly what we're doing today. Mm-hmm. Thank you very much and congratulations. Und auch hier gibt es natürlich eine Urkunde. Eine Blume und ein Buch. Und ein Foto machen wir dann im Anschluss, weil es einfach leichter geht. Congratulations, thank you. Jetzt kommt eine Arbeit, von der heute quasi schon die Rede war. Es geht darin um Frauen in Führungspositionen. Sie stammt von Victoria Kai-Maria Laffer und wurde geschrieben am BG BAG Gleisdorf, betreut von Sigrid Nigitz. Herzlich willkommen. Frauen in Führungspositionen, ein großes Thema, seit vielen Jahren schon ein Bestreben, das leider noch nicht dort ist, wo es sein sollte, nämlich bei 50-50. Warum war es Ihnen wichtig, sich auf dieses Thema zu konzentrieren? Frauen in Führungspositionen ist für mich ein sehr wichtiges Thema, da meine Mutter auch in einer Führungsposition tätig ist und es für mich immer schon ein großes Thema war, das für mich auch, also auf mich auch einen Einfluss hatte. Und ich persönlich strebe es natürlich auch an, eine Karriere zu machen. Und da stelle ich mir das auch vor, dass 50-50 ist, denn ich finde, Frauen verdienen die gleichen Chancen wie Männer. Frauen können genauso viel, doch ihnen wird oft nicht die Chance gegeben, das zu zeigen. Mhm. Ihre Mutter hat offenbar die Chance bekommen. Vielleicht ganz kurz, wie haben Sie das erlebt, als Mädchen damals eine Mutter zu haben, die eben in einer Führungsposition ist, die Karriere macht? Offenbar sehr positiv, weil Sie sagen, das möchte ich auch. Ja, natürlich war meine Mutter immer ein Vorbild für mich, denn es ist sicher nicht leicht, Karriere und eine Familie unter einen Hut zu bringen. Und an dieser Stelle auch ein Dankeschön an meine Mutter, dass sie mich auch dennoch immer sehr unterstützt hat und immer für mich da war. Und sie die Hindernisse in Kauf genommen hat, dass sie sich schon angehört hat, ja, man hat eine Tochter zu Hause, dennoch macht man aber Karriere, dennoch muss man auf Geschäftsreise. Also auch ein großes Lob an sie, dass sie das durchgezogen hat. Das Spannende ist ja auch, diese Töchter oder Söhne haben meistens auch Väter. Mhm. Da wird das dann nicht betont. Vielleicht noch ganz kurz zur Situation der Betreuung. Die BetreuerInnen möchte ich nämlich auch gerne hier vor den Vorhang holen. Wie hat denn da die Arbeit ausgeschaut? Wie hat Sie Frau Nigitz unterstützt bei der vorwissenschaftlichen Arbeit? Meine Begleitlehrerin, Frau Magister Sigrid Nigitz, ist unter anderem auch dafür verantwortlich, dass ich heute hier bin. Denn sie hat mich auf den Wettbewerb aufmerksam gemacht und mich ermutigt, dass ich meine Arbeit einreiche. Und einfach ihr Engagement und ihre motivierende Art waren eine sehr große Unterstützung, für die ich mich sehr herzlich bedanken möchte, falls Sie das gerade sehen. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Und Gratulation nochmal. Danke. Dankeschön.
Und auch die nächste vorwissenschaftliche Arbeit, die jetzt ausgezeichnet wird, stellt eine ähnliche Frage. Sie trägt den Titel Ladies First, mögliche Ursachen des Frauenmangels in der Führung österreichischer Unternehmen. Sie stammt von Marlene Malihara, wurde betreut von Ursula Doppelbauer-Berger am BAG Wels Wallerer Straße. Herzlich willkommen und Gratulation. Danke. Sie haben sich ja angeschaut, welche Ursachen es haben könnte, dass es eben noch nicht so viele Frauen in der Führung in österreichischen Unternehmen gibt. Auf welche Antworten sind Sie denn gekommen? Also auf alle Fälle mal, dass es ein sehr komplexes Geflecht ist. Also es ist nicht ein Grund, der ursächlich ist, sondern einfach ganz viele verschiedene. Zum Beispiel eben Stereotype, patriarchale Rollenbilder, Männernetzwerke, gläserne Wände und Decken etc. etc. Und es ist einfach so, wenn nicht gegen alle gleichzeitig vorgegangen wird, dann wird sich nie was ändern. Mhm. Ist es bei Ihnen auch eine persönliche Motivation gewesen, dass Sie sagen, ich strebe auch sowas wie eine Karriere und eine Führungsposition an? Ja, um ehrlich zu sein, ist es eigentlich deshalb das Thema geworden, weil ich mir mal gedacht habe, wie schaut meine berufliche Zukunft aus? Was sind meine Möglichkeiten und Chancen? Kenne ich auch Frauen in Führungspositionen? Und da ist mir auch aufgefallen in der Familie oder generell im Bekanntenkreis, ich kenne fast nur Männer in Führungspositionen. Und auch im Laufe der Arbeit habe ich dann herausgefunden, dass das aber nichts mit Gründen der Bildung etc. zu tun hat, weil Frauen sogar besser gebildet sind. Haben Sie für sich auch persönliche Antworten gefunden? Weil auf der einen Seite könnte man jetzt natürlich sagen, man schaut sich das alles von den Männern ab, warum es die eben in Führungspositionen schaffen. Also Sie haben Netzwerke zum Beispiel angesprochen. Auf der anderen Seite gibt es aber vielleicht auch Wege, wie explizit Frauen mit allem, was sie mitbringen, in Führungspositionen kommen können, auf ihren eigenen Weg. Haben Sie da für sich Antworten gefunden? Ja, in bestimmten Unternehmen gibt es eben die Frauenquoten, die tatsächlich helfen, die Zahlen zu erhöhen. Aber meiner Meinung nach ist es unglaublich, dass es eine Quote bedarf, dass Frauen die gleichen Chancen haben. Aber es braucht sie. Anscheinend. Geschlechterforschung matters, weil? Weil es einfach nicht sein kann, dass im Jahr 2022 Frauen nicht die gleichen Chancen haben wie Männer, wenn sie das wollen. Vielen herzlichen Dank und Gratulation nochmal für Ihre Arbeit. Dankeschön. Und man muss ja an dieser Stelle auch erwähnen, also dieses Dankeschön bedeutet etwas. Das Dankeschön bedeutet nämlich, man muss sich ja auch mit seiner Arbeit in die Öffentlichkeit stellen und sagen, mir ist es wichtig, dass ich sichtbar werde und dass diese Thematik sichtbar wird. Also auch in dem Fall nochmal ein herzliches Dankeschön für alle, die hier mit dabei sind, mit ihren Arbeiten und heute ausgezeichnet werden. Die nächste Arbeit beschäftigt sich mit einem Thema, das in der Wissenschaft immer beantwortet wird als wahnsinnig wichtig, wo aber meiner Meinung nach auch viel zu wenig getan wird. Auch in meinem Podcast wird immer wieder darüber gesprochen, gendergerechte Erziehung. Miriam Schmutzer hat sich angeschaut, wie ist da der Anspruch und wie ist die Realität. Betreut worden ist die Arbeit von Julia Stromer am GAG 13 in Wien. Herzlich willkommen und Gratulation. Danke. Ja, zu gendergerechter Erziehung, da gibt es ja schon viele Studien und viele Untersuchungen. Das heißt, der Anspruch ist da. Wir wissen mehr oder weniger, wie es ginge. Wie schaut es denn in der Realität aus? Worauf sind Sie da in Ihrer Arbeit gekommen? Ja, also eigentlich in der Gesellschaft gibt es wirklich schon eben sehr viele, auch in die Gendererlässe, also gesetzlich festgeschrieben, ist schon sehr viel. Aber in der Realität sieht es eigentlich ganz anders aus. Das sind eigentlich also zwei gegengleiche Entwicklungen. So. Eben einerseits dieses Aufbrechen von den alten Geschlechterrollen und das Bemühen, Kinder irgendwie die gleichen Chancen zu geben. Aber andererseits habe ich eben auch in meiner Forschung dann bemerkt, dass es zum Beispiel in der Marketingwirtschaft, also dass dieses komplette Trennen der Geschlechter in Pink und Blau und auch in Kindergärten die Puppenecken und die Bauklotzecken, dass Kinder ja eigentlich durchs Spielen auch ihre sozialen Fähigkeiten lernen. Und ich habe eigentlich meine Antwort auf die Geschlechtergerechtigkeit gefunden in der Erziehung, weil es meiner Meinung nach nicht
so viel Erfolg bringt, die Symptome in der Erwachsenenwelt zu bekämpfen, wenn man nicht den Kindern eigentlich schon von Anfang an beibringt, dass sie gleiche Chancen haben können, wenn sie sich halt von Anfang an in ihre eigene Richtung entwickeln können. Und eben auch von den Erwachsenen wäre es wichtig, den nächsten Generationen genau diese Kompetenzen beizubringen, dass man Mädchen sagt, hey, du musst nicht nur mit der Puppe spielen, du kannst auch Fußball spielen gehen, wenn dich das interessiert, und auch Burschen andersrum, wenn sie sich für typische Mädchensachen interessieren, dass sie dann die gleiche Akzeptanz einfach bekommen wie bei Mädchen. Und ich glaube, dass dadurch viel stärkere Persönlichkeiten gebildet werden und sich dann auch später in der Erwachsenenwelt, glaube ich, viele Menschen einfacher tun. Dass das eine einen großen Einfluss hat auf das andere. Geschlechterforschung matters, weil? Einfach eben wegen Ursachenbekämpfung und für die nächsten Generationen, für die Zukunft, dass man besseres Bewusstsein den Kindern schon von Anfang an beibringt. Vielleicht noch ganz kurz zu Ihrer Betreuerin. Inwiefern hat die eine Rolle gespielt, auch in Bezug auf Sie, auf das Thema hinführen vielleicht? Also ich hatte das Glück, dass meine Betreuerin sich selber schon mit dem Thema auseinandergesetzt hat und mir dadurch eigentlich inhaltlich sehr viel geben konnte. Und auch sonst im Schreibprozess hat sie mir gut helfen können, quasi wichtige Dinge rauszufiltern und dann auch, also ich habe oft Fragen gehabt, ja okay, ist das jetzt wichtig, ist das nicht wichtig, soll ich das reingeben, soll ich das nicht reingeben? Und da hat sie mir Halt gegeben, das war sehr gut. Ja. Herzliche Gratulation nochmal und Dankeschön. Danke. Dankeschön. Wir machen weiter mit einer Arbeit, die sich auch mit einem sehr spannenden Thema auseinandersetzt, nämlich mit der Frage, Feministin sein, ja oder nein. Da gab es ja in der jüngeren Vergangenheit auch immer wieder Aussagen oder eben Nicht-Aussagen von Frauen, die sich nicht als solche bezeichnen wollen. Franziska Vogt hat sich damit beschäftigt, ich bin keine Feministin, weil... Hintergründe, Motive und Erscheinungsformen aktueller antifeministischer Denkweisen von Frauen im deutschsprachigen Raum. Die Arbeit wurde geschrieben am BG BRG Rahlgasse Wien und betreut von Patrick K. Osterkorn. Herzlich willkommen und Gratulation. Gab es da einen Auslöser? Ich habe es jetzt ein bisschen angesprochen. Gab es da einen Auslöser, warum Sie sich für dieses Thema entschieden haben? Ja, klar. Ich würde sogar sagen, es gab viele Auslöser. Also nicht nur einen, den ich jetzt so pinpointen könnte. Ich glaube, wenn man sich mit feministischen Punkten befasst, dann trifft man häufig auch auf Unverständnis und gerade eben auch von Frauen. Und auch gerade im Gespräch mit Freundinnen oder so etwas ist mir aufgefallen, dass da oft auch sehr viel Skepsis oder Unwissen eine Rolle spielt. Und das hat mich quasi angeleitet dazu, mich mit dem Thema genau auseinanderzusetzen. Welche Vorurteile oder welche Schreckensbilder gibt es denn heute immer noch, wenn jemand sagt, ich bin Feministin? Schwierig, weil ich nicht reproduzieren will. Aber klar, also zum Beispiel das Vorurteil, dass Feminismus nur Frauen betrifft oder dass Feminismus etwas ist, was die Unterdrückung von Männern bezwecken will. Solche Bilder, genau. Ich sage es jetzt, weil es einfach der erste Mann ist, der als Betreuer aufscheint. Ja. Wie hat es denn hier die Arbeit mit der Betreuung ausgesehen? Also gab es da auch inhaltlich Auseinandersetzungen? Vielleicht könnten Sie darauf kurz eingehen. Ja, klar. Also meine Schule hat einen relativ großen Gender-Aspekt. Also die Rahlgasse hat einen Gender-Fokus. Und meine Betreuperson war auch Gender-Beauftragte, weswegen ich ihn unter anderem auch ausgewählt habe. Das heißt, die inhaltliche Auseinandersetzung hat eigentlich sehr gut geklappt. So. Und ja, auch so das Betreuen hat alles sehr reibungslos funktioniert. Auch nochmal danke dafür. Genau. Deswegen. Und weil Sie sagen, Ihre ehemalige Schule hat einen Gender-Fokus, wo soll es denn bei Ihnen jetzt weiter hingehen? Geht es in Richtung Geschlechterforschung? Also ich studiere gerade Philosophie und Literaturwissenschaften und klar, also da spielt Gender auch eine Rolle. Also ich habe mir auch Gedanken gemacht darüber, weil ja eine Frage auch war, auf die wir uns vorbereiten hätten sollen, inwiefern Gender jetzt noch eine Rolle spielt in unserem Leben und nicht nur, also ich glaube nicht nur so im akademischen Kontext, sondern so als
weiblich sozialisierte Person, also als weiblich gelesene Person, wird das immer auch eine Rolle für mich spielen, Gender-Themen. Mhm. Ja. Geschlechterforschung matters, weil? Weil es wichtig ist, die Punkte zu beleuchten, die Vielfalt und Akzeptanz in unserer Gesellschaft verhindern und ja, oder auch Punkte beleuchten, die das irgendwie möglich machen könnten, Vielfalt und Akzeptanz. Genau. Vielen herzlichen Dank. Gratulation nochmal. Sie dürfen noch eine Urkunde, eine Blume und ein Buch mit nach Hause nehmen. Und das zweite Buch ist hoffentlich schon angekommen. Die letzte Arbeit, die mit einem Anerkennungspreis hier bei den Posanna at School Preisen ausgezeichnet wird, beschäftigt sich mit Virginia Woolf, eine Wegbegleiterin des modernen Feminismus. Sie stammt von Maria Wallner, ist betreut worden von Birgit Tschugnall am Bischöflichen Gymnasium Paulinum Schwarz. Herzlich willkommen und Gratulation. Virginia Woolf, eine für Feministinnen sehr wichtige Persönlichkeit, wird aber außerhalb der Literaturwissenschaft dann doch auch immer wieder gern vergessen oder findet vielleicht nicht die Beachtung, die sie bekommen sollte. Warum war es Ihnen wichtig, sich in einer vorwissenschaftlichen Arbeit mit ihr auseinanderzusetzen? Also ich habe auch zur Literatur einen sehr guten Zugang und interessiere mich auch dafür sehr gut. Deshalb war Virginia Woolf für mich dann eigentlich die eindeutige Wahl, die meine beiden Interessensbereiche vereinbart hat, also Literatur und Geschlechtergerechtigkeit. Das war eigentlich, als ich auf das Thema gekommen bin, eigentlich meine Großmutter hat über sie geschwärmt und ich habe mir gedacht, okay, das ist perfekt für mich, das Thema muss ich nehmen. Und ja. Virginia Woolf stammt ja aus einer Zeit, die könnte man auf den ersten Blick meinen, mit der heutigen nicht mehr wirklich viel gemein hat. Gibt es denn doch Parallelen, wo Sie sagen, okay, mir als junge Frau, da kann ich mich wiedererkennen? Ich glaube, dass viele Sachen, die Virginia Woolf damals angesprochen hat, auch heute noch vorhanden sind und vielleicht nicht mehr im gleichen Ausmaß und im gleichen, im konkret gleichen dasselbe sind, aber dass auch Frauenbilder und Frauenrollen natürlich auch heute noch existieren, zwar nicht mehr so streng sind, wie sie von den Ausläufen des Viktorianismus waren, aber auch trotzdem noch vertreten, vor allem in den ländlicheren Gegenden. Und insofern ist das auch noch relevant, finde ich. Und auch von Ihnen würde ich ganz zum Schluss noch wissen, Geschlechterforschung matters, weil? Weil es einfach so viele Menschen betrifft und so viele zukünftige Frauen auch. Und um das zu bessern, müssen wir uns natürlich laufend damit auseinandersetzen. Vielen herzlichen Dank und Gratulation nochmal. Sieben Anerkennungspreise sind hier bei den Posanna at School Preisen heute schon verliehen worden. Der große Hauptpreis, der wartet noch. Aber bevor der vergeben wird, gibt es jetzt noch mal ein Stück Musik von Peter Hans. Gut, das nächste Lied. Das nächste Stück heißt Vertigo, Schwindel. Und in diesem Lied geht es um Orientierungslosigkeit, weil das auch manchmal passieren kann, wenn man hat so viele Informationen, es passiert so viel im Leben und dann gibt es diese Momente, wo alles überfordernd ist. Und ich habe mich dann hingesetzt und ein Lied darüber geschrieben und das spiele ich jetzt vor. Ein Nebel hat sich über meine Augen gelegt, mein Kopf ist nicht fest, er schwebt. Alles um mich und ich ist sonderbar, die Welt nehme ich nur durch einen Schleier wahr. Am schönsten ist es, wenn man sich unter das Bett versteckt,
und alles nach süßer Geborgenheit schmeckt. Oh, es ist, als ob ich auf einen Abgrund so gleite, alles schummrig wie in einer verrauchten Kneipe, in der zynische Gestalten ihre Runden drehen und die Hoffnungslosigkeit zum neuen Ideal erheben, in dem zynische Gestalten ihre Runden drehen. Und die Hoffnungslosigkeit zum neuen Ideal erheben. Wo ist die Quelle? Wo ist das Nass? Wo ist die Quelle? Mir fehlt der Spaß. Schindel, Spindel, Windel und Kindel. Schindel, Spindel, Windel und Kindel. Nase, Blase, Hase, Rase. Nase, Blase, Hase, Rase. Da 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 da. Dankeschön. Vielen Dank, Peter Hans. Wenn ich hier in die erste Reihe blicke, dann sehe ich 7 Frauen, die eine Urkunde, ein Buch und eine Blume auf ihrem Schoß liegen haben, fast. Eine fehlt noch, und zwar ist es die Preisträgerin des Hauptpreises hier bei den Posana at School Preisen. Ihr Name ist Jasmin Simon. Und sie hat die Jury mit ihrer Arbeit überzeugt, in der es um eine feministische Frauengruppe in Indien geht. Sie ist in englischer Sprache geschrieben worden, The Gulabi Gang's Feminist Criticism, betreut von Amanda Hinteregger am Wiener Gymnasium Drasche Straße, hat voll überzeugt. Die Arbeit wird deshalb mit 1.500 € gewürdigt, und wir wollen jetzt auch darüber sprechen und die Preisträgerin natürlich bejubeln. Herzlich willkommen und Gratulation. Danke. Die Freude ist groß, oder? Ja, sehr groß, danke schön. Ich habe gelesen, Sie sind generell politisch sehr engagiert. Sie machen gerade genau. Ein freiwilliges Sozialjahr als Rettungssanitäterin beim Samariterbund. Und ich habe ein bisschen mich versucht so einzulesen über das Thema der Arbeit, weil ich kannte das vorher nicht, also diese Gulabi Gang, die indische Frauengruppe in Indien eben, bei der es darum geht, dass Frauen sich gegen gewalttätige Männer und Polizisten wehren und so Selbstjustiz üben. Genau. Wie sind Sie auf dieses Thema gekommen? Um ehrlich zu sein, ich bin schon länger politisch interessiert und auch feministisch interessiert, und da habe ich ein VWA-Thema gesucht, wo ich eben das rüberbringen kann. Und durch Gespräche mit verschiedenen Freundinnen und Freunden wurde mir dieses Thema vorgeschlagen, und es hat mich natürlich sofort interessiert, dass diese Frauengruppe auf Selbstjustiz zurückgreifen muss, um eben ihre Arbeit, die vielen Frauen hilft, durchführen zu können. Mhm. Die Frauenrechte in Indien, ich glaube, das hat man mitbekommen, sind jetzt nicht unbedingt die besten. Konnten Sie trotzdem Parallelen zu unserer Welt ziehen? Das auf jeden Fall. Also ich am Ende meiner Arbeit thematisiere ich auch, dass Frauen eben nicht nur in Indien im Justizsystem unterdrückt werden und generell Diskriminierung erfahren, sondern weltweit, und da es auch bei uns leider noch sehr viel zu tun gibt. Vielleicht noch ganz kurz, warum sollte jede und jeder ihre Arbeit lesen? Das ist eine schwierige Frage, weil es ein sehr spannendes Thema ist, und ich finde, dass genau dieses Thema sehr gut aufzeigen kann, wie viel noch im Bereich Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechterforschung getan werden muss.
Sie haben natürlich genau verstanden, worauf meine Frage abzielt, nämlich auf den Inhalt, aber man könnte auch einfach sagen, weil ich den Posana jetzt den Hauptpreis dafür bekommen habe. Geschlechterforschung matters, weil? Weil es nicht sein kann, dass Frauen immer noch systematische Diskriminierung erfahren. Vorwissenschaftliche Arbeiten wie Ihre müssen natürlich auch betreut werden. Das heißt, wir müssen alle hingeführt werden auf das wissenschaftliche Arbeiten. Vielleicht noch ganz kurz, wie hat denn die Zusammenarbeit mit Ihrer Betreuerin ausgesehen? Wobei hat sie Sie konkret unterstützt? Die Zusammenarbeit mit meiner Betreuerin hat sehr gut funktioniert. Hier nochmal ein Dankeschön. Vor allem unterstützt wurde ich beim Aufbau von meiner Arbeit und beim Organisieren von meinen Gedanken. Ich hatte am Anfang ziemlich viele Gedanken zu dem Thema, die ich aber alle in eine Arbeit packen musste. Und ich finde, da hat meine Betreuungslehrerin mir sehr gut geholfen, dass meine Arbeit auch einen roten Faden hat und eine klare Aussage. Dankeschön. Wie geht es denn bei Ihnen in Sachen Geschlechterforschung weiter? Haben Sie vor, sich weiterhin in diese Richtung zu entwickeln und da zu forschen? Also dadurch, dass ich jetzt gerade ein freiwilliges Sozialjahr mache, studiere ich noch nicht und ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, in welche Richtung ich gehen möchte mit meinem Studium. Aber privat spielt das auf jeden Fall eine sehr große Rolle für mich und ich bleibe auch weiterhin politisch und feministisch engagiert. Das hoffen wir natürlich. Hinter uns sieht man diese Gulabi-Gang, die sich auch Pink als ihre Kraftfarbe genommen hat, um auf sich aufmerksam zu machen. Inwiefern sollten sich denn Mädchen und Frauen hierzulande zusammentun und eben Netzwerke gründen, Gangs gründen, um in Sachen Gleichberechtigung etwas voranzutreiben? Ich finde, Gruppen, in denen Frauen sich gegenseitig unterstützen können und aufbauen können, sind sehr wichtig. Natürlich wäre es noch besser, wenn es so etwas gar nicht braucht, da es einfach Geschlechtergerechtigkeit gibt und jede Person, egal welches Geschlecht, sich frei entfalten kann und die gleichen Chancen hat. Aber solche Gruppen, in denen Frauen sich gegenseitig bestärken können, können auf jeden Fall da auch hinhelfen. Vielen herzlichen Dank und herzliche Gratulation nochmal. Dankeschön. Natürlich eine Urkunde und eine letzte Blume wartet noch. Und das große Abschlussfoto gibt es dann im Anschluss auch nochmal. Wir haben jetzt schon sehr viel über die Hintergründe und die Motivation zu dieser Arbeit gehört. Jetzt würde uns, glaube ich, alle auch noch interessieren, was hat diese Arbeit denn so ausgezeichnet, dass sie für den Hauptpreis ausgewählt worden ist? Und ich bitte dafür jetzt die Juryvorsitzende Ilse Bartosch nochmal zu uns für ihre Laudatio für die Hauptpreisträgerin. Ja, liebe Frau Simon, ich bin eigentlich in Vertretung Ihres Gutachters, des Herrn Professor Nikolaus Benke hier, der Ihre Arbeit begutachtet hat und ich beziehe mich auch auf sein Gutachten in meiner Laudatio. Ich habe mit ihm telefoniert, er ist zurzeit in Südamerika und macht dort Urlaub und kann daher heute nicht da sein, was ihm sehr, sehr leid tut. Ja, was hat uns fasziniert? Also Sie müssen sich vorstellen, wir haben dann diese 17 Arbeiten zwischen 20 und 22 Punkten gehabt und dann ging es mal, na gut, und wer könnten jetzt die 8 Arbeiten sein? Und dann war die Frage, und was ist die beste Arbeit unter allen? Und das war dann so, dass wir dann, also jeder hat natürlich die Gutachter und ich habe dann auch reingeschaut gehabt, schon vorher, was ist so das Besondere dran? Und dann haben wir uns wieder zurückgezogen, eine Viertelstunde nochmal nachzulesen die fremde Arbeit, nachzulesen die eigene Arbeit. Ja, und was war dann das Faszinierende an Ihrer Arbeit? Also zum Ersten, wenn ich aufschlage, lese ich sofort, mein Fokus sind diskriminierende Strafrechtssysteme, die marginalisierte Personen unterdrückt, anstatt sie zu unterstützen. Das heißt, Sie nehmen ein sehr, sehr allgemeines Thema und beleuchten dieses allgemeine Thema in etwas ganz Fremden. Ich weiß nicht, ob Sie schon in Indien waren, also mir ging es genauso mit der Moderatorin. Also ich habe mir gedacht, okay, Gulabi-Gang, wo werde ich denn das einordnen?
Und das macht natürlich Dinge möglich, weil sie einen fremden Blick haben. Und was ihnen dann aber so fantastisch gelungen ist, dass sie von diesem fremden Blick auch zurück zu einer globalen Aussage gekommen sind, die genauso für Österreich gültig ist. Spannend war ihr Aufbau. In der Einleitung wird sofort klar, was sie tun werden. Sie beschreiben den Kontext, die Situation von Frauen, nicht irgendwelchen Frauen, sondern den Dalit-Frauen. Also es war so, dass erst ihre Arbeit war so die erste, die mich so ein bisschen näher mit dem, auf Indien gestoßen habe. Ich habe mittlerweile mehr durch Zufall als Absicht einiges darüber gelesen. Was sich in Indien aufbaut, ist im Moment ein Hindu-Nationalismus, ein Hindu-Rechtsextremismus, der brutal ist. Und es gibt das Kastensystem, das nicht nur Frauen diskriminiert, sondern das einen großen Teil der Bevölkerung diskriminiert. Und sie haben sich auf die Frauen in dieser Gruppe, auf die Dalit-Frauen konzentriert. Es sind die Frauen in Uttar Pradesh, dem bevölkerungsreichsten und gleichzeitig ärmsten Staat im Norden von Indien. Sie haben genau beschrieben, wie sich die Frauen dort organisiert haben, wie sie sich selber und andere ermächtigt haben. Sie sind auch eingegangen auf das Riesenproblem der Witwen in Indien, die also ein Leben haben, das für uns unvorstellbar ist. Und sie haben dann auch geschildert, wie in diese Spirale von Armut und häuslicher Gewalt es doch den Frauen gelungen ist, gemeinsam herauszukommen und ihnen eine Perspektive zu geben. Und dann war aber der Punkt der, dass man dadurch natürlich, dass diese Frauen viel Macht gewinnen und Frauen genauso wie Männer Macht missbrauchen. Zur Korruption, zum Machtmissbrauch. Und dann war es ihre Fragestellung. Und was bräuchte es denn jetzt, damit das nicht passiert? Und wieder haben sie geschrieben, this phenomenon is of global importance. Yet it is hardly researched. Das heißt, sie haben etwas gemacht, was toll ist für eine vorwissenschaftliche Arbeit. Sie haben auf eine Forschungslücke hingewiesen. Also das ist Hut ab. Und dann war der Fokus der Zusammenhang zwischen diskriminierenden Strafrechtssystemen und Selbstjustiz. Das heißt, sie sind aus dieser Beschreibung raufgegangen und haben das auf der einen Seite auf die Analyse rückbezogen, haben dann aber auf andererseits auch weitergehende Schlussfolgerungen gezogen. Und dann war ganz klar, die theoretische Annäherung ist cis-normativ und gender-normativ, weil die Quellen keine andere Annäherung zulassen. Das heißt, sie haben nicht irgendwas genommen, man hat genau gewusst, warum sie diese Theorien nehmen. Und das ist bei jeder sozialwissenschaftlich ganz wichtig, dass man begründet, warum das und nichts anderes und was das bringt. Und was sie dann auch noch machen, und das hat natürlich Denke als Rechtsphilosophen und Legal Gender Study Professor besonders fasziniert. Sie haben das nicht glorifiziert, sondern sie haben dafür plädiert, dass staatliche Gesetze auf Basis des Gleichheitsgrundsatzes und ein entsprechendes Training von Justiz und Exekutive wichtig wären. Und ich glaube, das kann man in Österreich genauso unterschreiben, denn die Zahlen der Frauenmorde im letzten Jahr sind Legion. Also das ist wirklich katastrophal. Und ich möchte jetzt zum Schluss noch das Abschlussresümee von Nikolaus Benke vorlesen, weil ich glaube, das am besten ausdrückt, was ihre Arbeit so besonders macht. The study excels conceptually, analytically and formally in a way rarely accomplished in seminar papers at universities. The author's treatment of the bibliography is skillful and instructive. Her English is as superb as brilliant. Herzliche Gratulation. Ich wünsche Ihnen alles Gute und finden Sie was, wo Sie das alles realisieren können, was Sie jetzt schon im Blick haben. Alles Gute. Bevor wir jetzt nochmal mit einem Stück Musik abschließen, bitte ich nochmal die Hauptpreisträgerin für das Foto jetzt schon zu uns nach vorne, weil dann können wir da auch den Applaus gleich nochmal ein bisschen nochmal.
üben, machen, wie auch immer, durchführen. Nein, wie Sie wollen. Der Fotograf, ich weiß jetzt nicht, was geplant ist, aber das Abschlussfoto einzeln. Genau, die Maske unbedingt runter. Einen großen Applaus nochmal für die Hauptpreisträgerin. Dankeschön. Und ich bitte jetzt noch um ein letztes Stück Musik von Peter Hans. Gut. Jetzt kommt das letzte Stück und ja, das heißt Halt die Luft an und es geht eigentlich darum, dass man schöne Momente festhalten muss, auch in Zeiten, wo es ein bisschen schwierig ist. Und ich finde, diese Veranstaltung hier ist so ein schöner Moment, also echt toll. Und deswegen, ja, halt die Luft an. Wen du liebst, wird plötzlich selbstverständlich. Und wen du hast, dem winkst du von Weitem zu. Um dir selbst was zu beweisen, musst du hart zu dir sein. Um die anderen nicht zu verletzen, machst du dich klein. All die Gedanken, die um mich so ranken, sind Pferdchen mit Flügeln. Ich möchte sie zügeln. All die Gedanken, die um mich so ranken, sind Pferdchen mit Flügeln. Ich möchte sie zügeln. Halt die Luft an, nur für einen Moment. Oh, oh, nicht gestern, nicht morgen. Nur für einen Moment, nur für einen Moment. Oh, halt die Luft an, nur für einen Moment. Oh, oh, nicht gestern, nicht morgen. Nur für einen Moment, nur für einen Moment. Oh, das Leben kann so einfach sein, wenn man es nur lässt. In irgendeine Richtung, sei es Ost oder West. Irgendwann entwirren sich alle Fäden im Spiel. Mit Moral oder ohne, alle kommen wir ans Ziel. All die Gedanken, die um mich so ranken, sind Pferdchen mit Flügeln. Ich möchte sie zügeln. All die Gedanken, die um mich so ranken, sind Pferdchen mit Flügeln. Ich möchte sie zügeln. Halt die Luft an, nur für einen Moment. Oh, oh, nicht gestern, nicht morgen. Nur für einen Moment, nur für einen Moment. Oh, oh, halt die Luft an, nur für einen Moment. Oh, oh, nicht gestern, nicht morgen. Nur für einen Moment, nur für einen Moment. Oh, halt die Luft an, nur für einen Moment. Oh, oh, oh. Dankeschön. Vielen Dank, Peter Hans, für die Musik und auch diese inspirierenden Texte. Ja, das waren die Posana at School Preise 2021/2022.
Es gibt eine Broschüre, haben wir heute schon gehört, ich möchte Sie nochmal darauf aufmerksam machen, in der alle Einreichungen nochmal erwähnt werden und in der auch die 8 Preisträgerinnen des heutigen Tages ausführlich nochmal vorgestellt werden. Das heißt, da kann man drin schmökern, man kann sie auch weiterschenken, damit möglichst viele Menschen von diesen großartigen vorwissenschaftlichen Arbeiten erfahren und diese vielleicht dann sogar lesen oder noch weiter ihre Gedanken weiterspinnen zu all diesen Themen. Allen, die online via Livestream mit dabei waren, vielen herzlichen Dank. Im Livestream geht es dann um 17 Uhr weiter mit den Posanna-Preisen, mit dem Staatspreis, mit dem Würdigungspreis und den Förderungspreisen. Ich freue mich, wenn Sie auch da wieder mit dabei sind. Ja, und hier bei uns vor Ort geht es weiter mit einer Stunde Mittagspause und danach, wir haben es heute schon gehört, gibt es Workshops mit 4 renommierten GeschlechterforscherInnen. Und darauf freue ich mich schon sehr und auch die Autorin des Buches Kämpferinnen, das Sie ja schon bekommen haben als Preisträgerinnen, wird hier sein und diesen Nachmittag dann leiten. Ich freue mich sehr darauf, wünsche jetzt noch eine gute Mittagspause. Vielleicht noch als Hinweis, ich muss es dazu sagen, in den 2 Nebenräumen wird das Essen serviert, bitte nur im Sitzen konsumieren und die Masken dann, sobald Sie vom Tisch aufstehen, wieder aufsetzen. Und wir treffen einander dann in einer Stunde wieder. Und jetzt bitte ich nochmal alle Preisträgerinnen hier nach vorne für die Fotos, damit diese Momente hier auch alle festgehalten werden für die Zukunft. Vielen herzlichen Dank und bis später.